Hallo ihr Lieben, da ist er wieder, eure Katrin, und heute habe ich auch wieder ganz viel Nostalgie für euch. Der Iguanodon von Invicta Plastics mit einer Länge von ca. 19 cm und einer Gesamthöhe von etwa 9,5 cm. Dieses kleine Exemplar sieht doch herrlich urig aus, oder? Und es strotzt nur so vor Details. Wirklich fantastisch. Leider die unbemalte Version, aber immerhin macht auch gut was her. Ja, die Grundform ist dieses Beige-Gelb, ja, und es ist aus einem anderen Material als etwa der Plesiosaurus, den ich euch schon gezeigt hatte. Das ist Plastik. Das ist richtig Plastik. Von vorne sieht er recht freundlich aus, geradezu pausbäckig. Sein Gesicht ist ein bisschen schief geraten. Ja, die Wange, die scheint hier etwas ausladender zu sein als die Wange auf der anderen Seite. So macht es dann eher wieder Sinn. Aber wenn man sich den gut mal von vorne so anguckt, und hat ein bisschen schiefe Bäckchen bekommen. Aber sei es drum, es ist trotzdem ein wunderschönes Modell, richtig nostalgisches Modell. Ein Modell, das aus einer Zeit stammt, wo man noch annahm, dass die Dinosaurier ihre Schwänze hinter sich hergeschliffen hat. Es wirkt sehr schwerfällig, ja, sehr urtümlich, auf zwei Beinen, ja, langsam durch die Gegend schleichend, die Hände in typischer Haltung, die Dornen ganz klassisch angewinkelt. Die Beine und Füße sind noch sehr schön gemacht und ganz besonders die Haut. Und das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Hier haben wir mal den Kopf zuerst von der Nahansicht und da sieht man schon, was der für Pausbäckchen gekriegt hat. Ja? Das Ohr sitzt auch relativ weit vorne am Schädel. Das hätte ich doch eher hier hinten platziert. Ja, es sitzt da richtig direkt auf dem Schädelknochen drauf. Es hat ein geradezu freundliches, liebevolles Gesicht bekommen. Von vorne sieht er noch recht putzig aus. Und hier nochmal die andere Seite des Modells. Der Kopf ist wirklich extrem flach. Was ich bei diesem Tier schon immer ziemlich cool fand, oder bei den Lebendrekonstruktionen, dass er noch so ein hinten ausladendes Hinterhaupt hat. Ja. Finde ich total geil. Also finde ich total klasse. Sieht gut aus. Dann der Hals. Schaut euch den an, wie schön der gemacht ist. Ja, mit diesen dicken Hautfalten da noch dran. Er hat noch eine schöne, dünne, schlanke Halswanne bekommen, wie man hier sieht. Ja, und ansonsten eine sehr liebevoll gestaltete Haut hier auch am Hals. Gleich nochmal von der anderen Seite. Das wirkt auch echt lebendig, oder? Wenn er noch entsprechend bemalt wäre. Er hat auch ein paar Osteoderme bekommen. Ja, beginnend am hinteren Hinterhaupt. Und dann haben wir hier die Schulter, die Händchen mit dem Dorn. Der Bauch wirkt bei sämtlichen Invicta-Figuren ziemlich flach, ebenso die Brust, schon sehr speziell. Und dann dieses Fischgrätenmuster auf der Unterseite des Bauches. Na, das ist schon speziell, nicht? Mal die andere Seite. Und auch hier die Haut. So schön gemacht. Schaut euch das an. Diese ganzen Falten hier und so weiter, wie sich das hier so überlappt. Das hat schon richtig Arbeit gemacht, das so zu modellieren, ne? Das war wirklich Feinstarbeit. Herrlich. Ich mag ja auch diese absolut veralteten Darstellungen der Dinosaurier, wo sie noch so richtig urtümlich wirken. Nochmal die Rückenlinie mit den Osteodermen hinten drauf. Und auch hier sind noch richtig schön Details mit eingearbeitet. Wenn man mal genauer hinschaut, ja, hier überall noch ganz fein, also ein paar Linien mit reingemacht in diese kleinen Osteoderme hier oder ein paar kleine Löcher hier mit reingemacht hier oben, ja, als wenn es da weggebrochen wäre. Fantastisch, einfach fantastisch. Und dann sind wir auch schon bei diesem ziemlich klobigen, muskulösen Schwanz. Man sieht hier einen richtig kräftigen Muskelstrang, der absolute Wahnsinn. Hier noch eine dicke Ader dabei. Die Osteoderme ziehen sich hier auch noch bis zum Ende des Schwanzes. Da wäre es auch schon. Ist hier ziemlich abgehackt.
Nochmal von der anderen Seite. Sehr speziell, absolut speziell. Spektakuläres Teil, ja. Und was bin ich happy, den jetzt in meiner Sammlung zu haben, beziehungsweise sogar zwei davon. Eben, dass der eine ja, so ziemlich Schaden erlitten hat. Dafür bekommt er dann ein neues Äußeres, ein neues Aussehen. Die Füße finde ich auch sehr speziell, dass die Zehen hier sehr eng beieinander sind. Das ist mir auch schon beim T-Rex aufgefallen. Ja, da sind auch die Klauen sehr nah beieinander. Hat aber auch irgendwie was. Die Unterseiten der Füße sind einfach nur flach. Und hier sieht man nochmal den extrem flachen Bauch mit dem Fischgrätenmuster. Unterkiefer ist nicht auszumachen. Die schlanke Halswamme. Und nochmal der Schriftzug. Aber die Jahreszahl kann ich jetzt hier nicht ausmachen. Wenn, dann ist sie so winzig klein, dass man es kaum sieht. Ich meine, sie ist hier zu sehen. Da. 1980 oder so. Wahnsinn. Na, hier scheint dann noch eine kleine Macke zu haben. Und nochmal die Schwanzunterseite. Fantastisches Modell. Hier ist er noch ein bisschen abgeflacht. Ja, Freunde, und so sieht unser pausbäckiger Iguanodon von Invicta einmal von vorne aus. Dann einmal von der Rückansicht, die Ansicht von oben und die Ansicht von unten. Ja, Lieben, das war's auch schon wieder, das Review zum Invicta Plastics Iguanodon. Dieses Modell findet man noch relativ häufig als unbemalte Version bei eBay. Ja, den Link dazu habe ich euch nochmal in die Videobeschreibung gepackt. Holt euch das Teil, kann ich euch nur empfehlen. Der ist wirklich schön und schön nostalgisch. Und ich für meinen Teil klingt mich dann auch schon wieder aus, sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Review Time, Unboxing Time, was auch immer Time bei Katrin. Bis dann, ihr Lieben, und bye!